Während die Börsen in den USA ein Rekordhoch nach dem anderen markieren, ist der deutsche Aktienmarkt gefühlt noch in der Sommerpause und sucht seine Richtung. Damit herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Bei mir ist Robert Halver von der Baader Bank. Ja, ist der DAX in stabiler Seitenlage oder eher in Schockstarre wegen der ansteigenden Covid-19-Zahlen? Ja, sagen wir es mal mit dem berühmten Glas, das wieder halb voll, halb leer ist. Ich würde sagen, es ist halb voll. Es ist mindestens stabil. Im Vergleich zu Amerika fehlt uns natürlich dann der Hightech-Sektor, um es ganz klar zu sagen. Wirecard, naja, müssen wir nichts mehr zu sagen. Also uns fehlt quasi das Sexappeal, sage ich mal, um weiter nach vorne zu gehen. Aber ich bin mir auch im DAX oder MDAX überhaupt nicht bange für die nächsten Wochen, denn die Zutaten, billiges Geld, Kultur, Anstachelung, dass man sagt, wir müssen seitens der Finanzpolitik die Kultur weiter kalt starten, das geht weiter. Und die Covid-19-Krise wird nicht zu einem generellen Lockdown wieder führen wie im März und April. Das würden wir gar nicht aushalten. Es gibt ja wieder viele Unternehmensnachrichten, also Delivery Hero ersetzt Wirecard, Lufthansa einigt sich zumindest ein bisschen mit Piloten, RWE will frisches Geld. Was sind hier so die wichtigsten Themen momentan auf dem Parkett? Ja, der DAX wird moderner, der Zeitgeist hat sich gewandelt, der DAX ist nicht mehr unbedingt der Index der harten Zykliker, BASF, Siemens, Stahl, sondern auch Essenslieferdienste haben heute ihren Platz, wenn sie die Bedingungen der Börse, Marktkapitalisierung, Börsenumsätze denn erfüllen. Das muss man natürlich halten, die Position. Irgendwann muss man natürlich auch damit Geld verdienen, Delivery Hero. Natürlich wünscht man sich hier, so wie in Amerika, eine Apple, die dann 2 Billionen auf einmal mal wert ist. Ja? Also wirklich ein Hightech-Unternehmen, wie früher, ich sag mal, Daimler, ja, auf der Industrieebene, das haben wir leider nicht. Das sind so die Gespräche. Wir suchen also händeringend nach der neuen Digitalisierung und finden sie nicht. Momentan hat man das Gefühl, an Aktien führt nichts vorbei. Viele Fondsmanager, auch aus den USA, schauen sich jetzt in Europa um. Es gibt viele internationale Kapitalzuflüsse. Spüren Sie das auch hier an der Frankfurter Börse? Ja, das spüren wir. Die Amerikaner haben das Problem, einen bizarren Präsidenten zu haben, der sehr herzhaft regiert und das Problem hat, Amerikas auch so ein bisschen lächerlich zu machen. Ich sage das bewusst so. Das schädigt auch den Dollar, auch die Überschuldung, die natürlich jetzt da gefahren wird. Und da schaut man schon mal vielleicht auch in andere Häfen. Europa hat zwar immer Probleme, aber zumindest haben wir jetzt mit künstlicher Befruchtung, mit Geldgeschenken zunächst mal die Wogen geglättet. Und da sagt man, naja, zumindest hat ja Europa und speziell Deutschland in der zweiten Reihe eben auch Unternehmen, Industriewerte, die man sehr attraktiv findet, weil sie Industriepatente haben. Auch Hightech, nicht so wie die großen Amerikaner, aber zumindest rudimentär. Da möchte man rein. Zu Aktien sagt man jetzt ein Wort, Tina, there is no alternative. Also es gibt keine Alternative zu Aktien. Sehen Sie das auch? Ist jetzt alles Tina? Der Begriff alternativlos, der wurde schon oft in der Politik verwendet. Das ist immer gefährlich. Aber ich würde es so sagen, solange die Staumauern das Wasser nicht halten, das tun sie nicht, weil einfach mehr Liquiditätsschwämme in der Notbank reingeblasen wird. Solange es keine vernünftigen Zinsen gibt, ich weiß nicht, ob wir das Alter hier nochmal, wir drei mit dem Kameramann noch erleben werden, wird der Aktienmarkt immer mindestens das Brot- und Buttergeschäft haben, zugutekommen. Und das spricht dafür, dass der Aktienmarkt zwar mal konsolidieren kann, aber ein Crash wird nicht da sein. Oder anders formuliert, angenommen Covid-19 würde zu einem Problem werden. Was wird wohl gemacht seitens der Politik? Richtig. Mehr Schulden, mehr Geld. Und die Aktienmärkte werden das stabilisieren. Der Aktienmarkt hat sich von der fundamentalen Realität abgekoppelt. Aber auch das ist eine Realität, die man endlich begreifen muss. Was bedeutet das jetzt für Anleger? Wie sollte man sich jetzt im Spätsommer positionieren? Die Angst vor dem heißen Herbst, da kommt dann die zweite Covid-Welle. Alles wird zugemacht, die Wirtschaft bricht in sich zusammen, es kommt der Crash. Quatsch. Erstens, die Politik wird nicht mehr diesen generellen Lockdown machen können. Zweitens, es wird weiterhin kaltgestachte Möglichkeiten der Fiskalpolitik und der Geldpolitik geben. Hat mit Stabilität ja nichts mehr zu tun, das wissen wir, aber den Luxus können wir uns gar nicht mehr leisten. Das sorgt dafür, dass es zwar schwanken wird, der Aktienmarkt, das ist meine Prophezeiung Ende des Jahres, aber höher sein wird auch der deutsche. Das heißt, man kauft weiter Aktien, wenn sie mal runtergehen und natürlich das Lieblingsthema, das kennen Sie jetzt schon, Aktiensparpläne, die sollte man dann haben. Es könnte höchstens mal kurzfristig problematisch werden, wenn Joe Biden gewinnt. Der wird sicherlich die Unternehmenssteuern erhöhen wollen, der wird die Branchen regulieren. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, er wird das geopolitische Gleichgewicht eher wieder herstellen. Er wird nicht wie der Hans Dampf in allen Gassen Trump durch die Gassen und Straßen laufen. Er wird es mit mehr Coolness machen. Die alte Freundschaft Europa zu Amerika wird es nicht mehr geben, aber es wird ruhiger werden. Das transatlantische Bündnis wird zumindest gefestigt.
sagt Robert Halver von der Baader Bank. Vielen Dank für Ihre Eindrücke und liebe Zuschauer, Ihnen alles Gute, ein gutes Händchen an der Börse. Bis zum nächsten Mal.